Teil 5 der Weihnachtsüberraschungssocke. Halli, hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollhaus-Team. Ja, wir sind jetzt schon beim 5. Teil angelangt. Und zwar ist das diese Partie, die stricken wir heute gemeinsam. Und wie ihr sehen könnt, brauchen wir diesmal alle drei Farben. Einmal grün, weiß und das rot. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal direkt loslegen. So, wir starten mit grün und mit rot. Das weiße Knäuel habe ich hier schon an die Seite gelegt. So, ich habe das ja jetzt schon ziemlich häufig gezeigt, aber ich zeige euch das noch einmal für die Fadenspannung. Wir brauchen beide Farben jetzt in einer Reihe und ich lege mir hier den roten und den grünen Faden einmal hier zwischen Zeigefinger und Ringfinger und dann kommen beide Fäden hier über meinen Zeigefinger. Ups, kehrt rum. So. Jetzt kommt der Trick. Den vorderen Faden, den nehme ich einmal runter vom Zeigefinger und der wird auf dem Finger einmal verdreht, so dass ich hier zwischen so ein Dreieck habe. Und so kann man wunderbar zweifarbig stricken. Und zwar stricken wir jetzt eine Masche in Rot. Also wir stricken bei diesem Muster nur rechte Maschen. Also einmal rot und drei Maschen grün. Jetzt bei dem Grün ein bisschen aufpassen, weil das Grün, das kommt von hier unten, nicht ganz so festziehen. Also drei, ups, jetzt durchs Reden, drei Maschen in Grün. Also einmal rot. Drei Maschen grün. Einmal rot und dreimal grün. Einmal rot. Und das machen wir wirklich die ganze Runde. Ich muss hier einmal gerade noch mal ein bisschen fester ziehen. Und drei Maschen grün. Auch diese Nadel stricken wir einmal gemeinsam ab. Und jetzt seht ihr mal hier, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aha. Dann muss ich jetzt hier einmal den Faden rüberziehen. So. Eine Masche rot und drei Maschen grün. Und das über die ganze Runde. So, weiter geht es mit der Reihe, mit der Runde 42. Die ist auch wieder ganz einfach und zwar eine rot, eine grün. Und das im Wechsel. Eine rot und eine grün. Ganz einfach. Rot und grün. Und auch das einmal über alle vier Nadeln. So, und jetzt wiederholen wir noch einmal die Runde 41, also die davor. Und zwar eine rot und wieder drei Maschen grün. Eine rot und drei Maschen grün. So, das erste ist geschafft. Jetzt stricken wir nur rot eine Runde in rechts oben drüber. Also nur rote Maschen hier über das Ganze.
So, wie ihr sehen könnt, wiederholt sich das jetzt noch zweimal. Nur, dass wir jetzt anstatt den grünen Faden den weißen Faden nehmen. Ich stricke das mit euch aber auch noch einmal zusammen, werde euch immer ganz kurz erzählen, welche Runde, welche Farbe, wie wir diese ganzen Maschen stricken. Nur, dass, upsala, das wiederholt sich jetzt noch einmal. Oder noch zweimal. Also ich habe mir hier schon den grünen Faden ausgetauscht. So, und wir stricken jetzt wieder eine Masche rot und drei Maschen weiß. Also wie gesagt, genau das gleiche wie wir am Anfang auch. Nur dass wir das Ganze jetzt in weiß stricken. Also drei rot. Ich bin ganz aus dem Bild. Also sowas. Drei Maschen rot, weiß und eine rot. Drei weiß, eine rot. Und das über die ganzen vier Nadeln. So, weiter geht es wieder mit einer Masche rot und eine weiß. Und das im Wechsel. Eine rot. Und eine weiß. So, und jetzt wieder ein Rot und drei weiß. Ein Rot und drei weiß. Und danach wieder, das zeige ich euch jetzt nicht, danach wieder eine Runde in Rot oben drüber. Also jetzt erstmal ein Rot und drei Weiß und dann noch eine Runde in Rot oben drüber. So, und diese drei Runden hier wiederholen sich jetzt noch einmal. Ich werde euch diese drei Runden aber trotzdem noch einmal gerade immer wieder anschneiden und Anfang der Runde, wie ich was stricke. Die anderen, die sich das jetzt merken können, die können ja jetzt einfach ausmachen. Aber wie gesagt, ich zeige euch immer ganz kurz, wie ich was stricke. Also wieder starten wir mit einer Masche rot und drei Maschen grün. Eine Masche rot, drei Maschen grün. So, nächste Runde wieder eine rot, eine grün. Im Wechsel. Wichtig ist, dass wir wirklich mit der roten Masche anfangen. Eine rot, eine grün. Und das auch wieder einmal Reihe rum. So, die letzte Runde von unserem Muster. Wieder eine Masche rot. Und drei Maschen grün. Eine Masche rot und drei Maschen grün. So, das war jetzt unser fünftes Muster. Mir gefällt das auch unheimlich gut. Mir gefällt sowieso die ganze Socke unheimlich gut. Nein, wirklich ganz toll. Ist zwar nur rechte Maschen. Aber sieht sehr, sehr schick aus, finde ich. So, unser fünftes ist fertig, wie gesagt. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wie immer freuen wir uns natürlich über das Däumchen nach oben. Das Abo nicht vergessen und die Glocke, die müsst ihr einmal drücken. Dann verpasst ihr keins von den nächsten Videos. Zum Beispiel von der Socke oder von Nicola, von Coco, von Andrea von. Wir sind ja ein ganz, ganz großes Team und haben immer tolle, tolle neue Videos für euch. Ja, seid gespannt. Es kommt noch so viel. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Bianca vom Wollaus Team.